Vigo wurde von den Römern gegründet und diente vermutlich als Sprungbrett für Julius Caesars Feldzug in Britannien. Die spätere mittelalterliche Siedlung befand sich am Fuße des Berges Ocastro und schloss das heutige Altstadtviertel Berbes mit ein. Heute ist Vigo eine bedeutende Hafen- und Industriestadt im äußersten Nordwesten Spaniens. Vigo liegt in der autonomen Region Galizien. Mit knapp 300.000 Einwohnern ist sie die größte Stadt Galiziens und bietet Touristen Erholung und Einheimischen eine eigene Universität. Von diesem ursprünglichen Fischerdorf ist der Altstadtkern mit dem Geruch und Geschmack der Seefahrt erhalten geblieben. Er steht heute in Kontrast zu den modernen Anlagen und Sporthäfen. Es gibt viele gute Gründe, hierher zu kommen. Die wichtigsten davon betreffen die meisten Gegenden in Spanien. Nach Spanien zu reisen bedeutet Sonne, gutes Essen und Gastfreundlichkeit. Der Strand von Vigo ist nicht nur weitläufig und wunderschön, sondern auch noch nicht so überlaufen wie in vielen anderen Touristengebieten. Vigo ist aber auch ein Ort der Fotomotive und ein Dorado für Freunde schöner Parkanlagen und interessanter Architektur. Es ist immer wieder eine Reise zu den zahllosen Sehenswürdigkeiten und Naturerlebnissen. Das Klima der Region wird vom Atlantik geprägt und ist ausgesprochen mild, dabei aber sehr feucht. Kennzeichnend für Galizien sind milde Winter mit heftigen Niederschlägen und nicht allzu heiße Sommermonate. Die durchschnittlichen Temperaturen an der Küste liegen bei 14 Grad Celsius. Die beste Reisezeit ist während des Sommers von Juni bis September. Vigo. Schon Julius Caesar hat das spanische Irland bereist. Folgen Sie seinen Spuren.